Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zum Real Life teuersten Format auf YouTube. Box Openings liebt sie ja bei mir, werden super gut geklickt und dementsprechend habe ich mir gedacht, werde ich das mal auch in der Realität machen. Ich war nämlich auf der Comic-Con unterwegs, das ist so eine riesige Nerd-Messe quasi in Dortmund. Das habe ich auch in einem Vlog verpackt, der Link zum Vlog, den seht ihr ja eingeblendet oder ist unten in der Videobeschreibung, schaut ihn euch unbedingt an. Habt ihr auch gesehen, ich habe mir das hier gekauft. Das ist so eine Tüte mit League of Legends Sachen drin. Ich habe keine Ahnung, was drin ist und die werde ich heute aufmachen. Und dann werde ich noch auf ein paar Informationen und Fragen von euch eingehen, die mir die letzte Zeit so gestellt wurden. Wir wollen aber anfangen mit dem unglaublich tollen Box-Opening. Ich glaube, wir machen immer eine Sache und dann eine Frage beantworten wir oder eine Information haben daraus. So, ich fange an, bin gespannt. Das hat der ganze 10 Euro gekostet. Also, wir können nicht super viel erwarten, aber doch etwas. Ungefähr so viel, wie ich für ein normales Opening ausgebe. Das ist oben festgetackert. Ja. Was ist diese? Zweilagig. Stirb. Ja, Rip. Ich habe es. Ich habe noch nicht reingeschaut. Und werde jetzt das erste rausziehen, was wir uns anschauen. Und es ist... Wollen die mich eigentlich verarschen? Ja, ich hab ein Papier. Da sind Löcher drin. Irgendwie fühle ich mich gerade ziemlich verarscht. Ja, das ist natürlich toll. Ja gut, aber da sind noch mehr Sachen drin. Ich hab wirklich nicht... Was soll die Scheiße denn? Ich rieche Betrug. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Staatspräsident Superbuddy. Wir wurden hintergangen von der Regierung der Comic-Con. Wir haben 10 Euro umsonst ausgegeben. Schon mal, da ist so ein Papier mit Löchern drin. Warum sind wenigstens die Löcher nicht ausgefüllt? Dann hätten wir ein ganzes Blatt Papier und könnten darauf einen Beschwerdebrief schreiben. Ist dem aber nicht so. So, der erste Kommentar kommt von guten Alterokrümmel. Der fragt nämlich, wann sind denn hier eigentlich mal die nächsten Community Cups? Ich sag dir eins, heute Abend. Wir suchen sogar noch Teams. Das heißt, habt ihr 4 Freunde und wollt mitspielen, dann meldet euch an. Anmelde-Link unten in der Infobox. Und pro neuen Subscriber heute auf EPW auf dem Twitch-Kanal verlosen wir für alle Subscriber eine Mystery Box. Das heißt, 2 neue Subscriber heute Abend. Es werden 2 Mystery Boxen sein, die ich verlose. Sind es 3 oder 4, sogar 4 Mystery Boxen. Das heißt, guckt auf jeden Fall vorbei, da ist für die Viewer ordentlich was drin. So, wollen wir das nächste aufmachen? Ich guck mal nicht rein. Und ich spüre etwas. Ist eine Kiste. Oh lol, da sind Sterne drauf. Machen wir die auf. Und es ist. Ist das deren Ernst? Das ist, ich glaube, das ist wirklich deren Ernst. Guckt euch bitte das an. Es wackelt zu viel. Das ist eine Garen-Kette. Garen, Garen! Womit habe ich das verdient? Den kann man sich dann als Schlüsselanhänger reinböllern? Ja, okay. Na gut. Etwas groß die Box dafür, aber... Vielleicht lässt sich das ja verschenken. Der Mark Hebesi, der hat vor 2 Tagen gefragt, Buddy, welche Elo bist du eigentlich? Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe Platin 4 beendet, Season 6. Momentan werde ich wieder eingerankt. Heute hat ja die Season 7 endlich angefangen. Es läuft nicht so gut. Ich habe mit dem Krokettenkalle mal ein bisschen gespielt und es ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. Ja, nichtsdestotrotz, Ziel dieser Season ist Diamond 5. Drückt mir die Daumen. So, nächstes Mal. Ich gucke wieder nicht rein. Da habe etwas. Das ist nach einem Button, sieht das aus. Oh, ein Jinx-Button. Da würde sich die Eva ja freuen. Vielleicht tanke ich dir den sogar. Böller ich mal alles in diese Box hier rein. Garen-Anhänger, Jinx-Button. Da habe ich schon mal die Weihnachtsgeschenke für die nächsten 2 Jahre. Easy. N fragt. Gibt es bald nochmal so ein Event? Wäre cool, wenn du antwortest. Ja, wie gesagt, heute Abend Community Cup 19 Uhr. Es tut mir leid, dass ich das so oft sage. Nur an EPW liegt mir einfach so viel. Das ist einfach ein Herzensprojekt. Und es wäre halt mega geil, wenn sich da noch Teams finden würden, die da mitspielen würden. Wir haben jetzt am 20.12. glaube ich auch unseren ersten Overwatch Cup, der live da gecastet wird. Und das ist einfach momentan ein Projekt,
Das macht mir so viel Spaß. Das ist so geil aufgezogen in diesem ganzen Studio mit diesen ganzen Leuten. Dementsprechend kennt ihr das echt noch nicht, ne? YouTube-Kanal als auch Twitch-Kanal sind unten in der Infobox verlinkt. Ey, guckt vorbei. Es lohnt sich. Es ist so mega geil. Next time for the unboxing. Oh, Leute, bitte sag nicht, dass das letzte Ding ist. Doch. Das letzte Ding ist ein Button wieder. Wo einfach nur League of Legends draufsteht und ein Bild verewigt wurde. Are you fucking kidding me? Das heißt, ich habe mir für 10 Euro... eine Tüte, ein Blatt Papier, noch ein Blatt Papier, was voller Löcher ist und da, wo nichts drin ist, als auch den Garen-Anhänger, der so klein ist. Ja, so klein und zwei Buttons. Das soll 10 Euro kosten. Wollt ihr mich komplett verkackeiern? Ohne Mist, ich bin leicht angepisst. Ich meine, bei den normalen Hextech-Openings, da habe ich nichts Materielles an Wert, was ich anpacken kann. Aber das ist, ich glaube, die größte Verarsche, die mir jemals unter die Augen gekommen ist. Den hier, den Final Fun Fukubukuro Happy Bags, den werde ich erstmal eine negative Rezension auf Twitter schreiben. Und auf Bing. Ja, da kann mich keiner aufhalten. Und auf Lavoo auch. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das war das schlechteste Pack-Opening der ganzen Welt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da und nicht vergessen, heute Abend reinzuschauen beim Community Cup. Ich wünsche euch bis dahin noch einen ganz, ganz schönen Tag und ja, bis morgen mit einem neuen Video, beziehungsweise bis heute Abend beim Community Cup. Bis dann, euer Buddy.